So, Freunde, nochmal ein Video zum Top-Down. Jetzt gehen wir nochmal in den Actuation-Test. Ja. Vielleicht können wir auch das Dach ansteuern. Power-Window. Passenger. Hardtop-Test. Freunde, jetzt sind wir hier, sind wir richtig. Ja. Sorry, dass es mal kurz um die Ecke ging. Also, please unlock the left roof locking. Please unlock the right roof leaking. Please move the partition wall to the cabrio position. Probieren wir alles mal, ja? Mehr wie schief gehen kann es nicht. So, jetzt schaut mal an hier. Achtung. Open. Ja, und das ist das, was ich befürchtet habe. Er reagiert nicht. Aber ich habe es euch jetzt jedenfalls mal gezeigt. Ganz kurzes Video. Cabrio-Dach steht im Wald. Ja, Freunde. Jetzt gehe ich mal auf Stopp. Wo es nichts zu stoppen gibt. Also, warum auch immer, es lässt sich nicht... Oh! Moment, mach mal den Zündschlüssel ein, ja, und die Zündung an, okay, so, jetzt piept er, okay, Freunde, also das ist im Prinzip, macht er hier dasselbe, wie man über die Seitenkonsole ansteuern würde. Ah, er sagt hier, Rear Trunk Lid Unlock Contact Switch. Inactive, Freunde, das ist genau das Ding hier, für die, die unser Video von neulich noch nicht gesehen haben. Das ist genau dieses Teil hier, ja. Okay, und das macht jetzt Ärger. Ich habe es euch in einem anderen Video schon mal erzählt. Der hat hier ich sag's mal, Schnüffler für Positionsgeber. Ja, da sind vier Microswitches drin, ja, okay, und wenn einer davon unpässlich ist, dann sagt das Steuergerät, no, da mache ich jetzt nichts. Also, top done, Cabrio, danke fürs Anschauen, ciao, ciao, ciao.